Und herzlich willkommen bei Christa2706. Wir haben heute einen neuen Ort zu entdecken. Eine Mappe, in der wir hier im Let's Play noch gar nie gespielt haben. Ihr erkennt es vielleicht, wenn ihr auch schon mal an die Uni gespielt habt. Das ist das schöne Brightchester. Ich finde es wirklich schön, man spielt eigentlich gar nie hier, weil es sehr viel eigentlich nur für die Universität gedacht ist und man automatisch dann nicht teilnimmt. Hier ist die Uni, hier sind die Gebäude dazu. Ich habe sie allerdings einige davon ersetzt. Wir werden auch Studenten haben bei den Sanders. Und zwar werden Emil und Luis studieren. Sie ziehen jetzt schon um. Sie haben schon eine Unterkunft gefunden. Und zwar dieses schöne Penthouse hier. Das die liebe Anna von Annas Let's Plays gebaut hat. Sie ist ja die Patin von Emil. Und der Luis und Freundin werden auch einziehen. Und hier hat die Patin, die liebe Lilliput, das Zimmer gemacht. Das zeige ich euch dann alles noch. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde, weil wenn Uni, dann heißt das, dass wir die ganze Zeit hier sein müssen, was dann den anderen gegenüber etwas unfair ist, aber ich muss mal gucken, wie ich das durchziehe. Vielleicht nehme ich es auf und bringe es dann versetzt, würde aber dann nicht zusammenpassen, oder ich schaue, dass wir einfach so viele wie möglich dann immer hierher einladen. Das können wir machen. Oder ja, an den Wochenenden ist natürlich so, dass wir mit den anderen spielen können. Ich werde es aber ganz sicher nicht komplett zeigen, denn das möchte ich euch nicht zumuten, das möchte ich mir nicht zumuten. Es ist ja im Prinzip immer wieder der gleiche Einheit, Lernen, Prüfung, Abschluss und das in jedem Semester und ich denke mal, es wird hier auf eine Zusammenfassung hinauslaufen. Bloß ist die Zeit, wo ich in einem anderen Haushalt sein kann, halt sehr beschränkt, weil wenn ich woanders wäre, dann könnte ich ja wieder nicht. Ja, das ist noch etwas offen. Ich werde mir da was einfallen lassen. Ich werde das auch spontan entscheiden. Ich werde es spielen, nicht cheaten, aber ich werde Cheats verwenden, dass man die Hausübungen etwas kürzer für die Hausübungen etwas kürzer Zeit braucht. Da gibt es einen Mod, den habe ich von Anna bekommen und den werde ich nutzen, weil ja es dann einfach schneller geht bei 4 Sims. Und ja, hier sind wir im Eingang, also sie sind ja an diesem Penthouse oben und hier ist der Aufzug und der Paul ist auch da, der kommt wohl gerade zu Besuch. Paul geht ja zur Polizei, der geht nicht studieren. Und hier steht der Luis. Er sieht sehr glücklich aus. Und ich habe mich bemüht, jetzt in jedem Haushalt, wo ich bin, so ein Haushaltsbild aufzuhängen und das zu sperren und das dann zu sammeln. Ich denke, das ist ganz eine gute Idee, solange es nicht über 8 Sims sind. Also hier ist einmal so der Eingangsbereich. Wir schauen uns das nochmal von außen an. Draußen können sie ihre Fahrräder dann abstellen, wenn sie nicht im Inventar sind. Ich habe hier noch eine Badewanne für den Hund aufgestellt, denn im Haus gibt es keine Badewanne. Und wir haben hier auch Coco mitgenommen und ein bisschen was zum Spielen für den Hund. Hier haben sie einen Bing-Bong-Tisch. Da ist, glaube ich, nichts rundherum. Hups. Ich falle immer wieder rauf und runter. Und ja, hier ist so ein bisschen Garten, wo sie Basketball spielen könnten und so, wenn sie wollen. Aber sie haben ja in der Umgebung genug und können mit dem Aufzug runter. Auch Coco kann mit dem Aufzug runterfallen. Das ist alles gut. Auf der Rückseite ist dann so der Balkon für die Lieben. Da haben sie Whirlpool voll schön hergerichtet, hat Anna das mit
Rosenblättern und schön umrandet, damit sie, blickdicht sind. Ihr wisst schon, wofür. Hier sind so romantische Eckchen. Ja, wenn Christa das ein bisschen besser könnte mit der Herzeigerei, gell? Ja, so hier kann man sich hinsetzen, tanzen. Hier ist ein, so eine Retro-Musikanlage. Und ja, hier können sie ein bisschen gärtnern. Hier ist auch schon Lara. Lara ist ja die Freundin von Louis und die... Oh, die hat das noch das Outfit an, das ich ihr gegeben habe, als sie bei Armando geholfen hat. Passt aber ganz gut. Vielleicht hat sie ja hier gegärtnert und hat sich angezogen. Sagen wir mal einfach so. Ich gehe jetzt zurück zum Louis, weil da weiß ich, der steht im Eingang. Und dann kann der Louis den Baul und natürlich uns dieses wunderschöne Haus zeigen. Wir gehen jetzt da einfach mal so rein. Und ja, die beiden studieren ja Musik und daher ist es auch wichtig, dass es Musikinstrumente und so weiter hier im Haushalt gibt. Hier steht das Piano, hier steht Coco, hallo Coco. Und ja, man sieht, dass hier Mädels wohnen, hier ist wunderschön dekoriert. Wir bleiben jetzt einfach mal im Hauptgang, hier kann man Tart spielen, hier ist wieder Musikanlage. Eine Bar, dann hier kann man malen, hier malt die Lyra auch schon. Lyra ist ja die Freundin von Emil, auch erstellt von Anna und Lara ist die Freundin von Louis, erstellt von Lilywood. Und hier ist dann so eine gemütliche Ecke, wo sie fernsehen können. Spielen und einfach quatschen und so, voll schön dekoriert. Ein Globus, wo man sich bedienen kann und was trinken kann. Hier sind die Auszeichnungen untergebracht. Die sind ja durchaus auch sportlich und so. Pelle jeder Menge. Hier ist der, wie gesagt, der Eingang. Und hier gibt es noch, ach so, Moment mal. Hier ist der Essbereich, eine schöne offene Küche, wo man sitzen kann, auch ein bisschen abgeteilt. Ich habe hier so noch ein paar Sachen für den Hund aufgestellt. Und ja, hier haben sie alles, was das Herz begehrt, sogar Eismaschine, Popcorn und so weiter. Wahrscheinlich leben sie jetzt dann die ganzen Semester von Eis und Popcorn. Mal gucken, wenn das nicht klappt mit der gesunden Ernährung, dann nehme ich es ihnen weg. Zwei Kühlschränke, also die werden auf alle Fälle satt werden. Hier ist der Eingang und dann gehen wir nach oben. Ach nein, das Highlight hier unten habe ich euch noch nicht gezeigt und das ist wirklich so mega. Hier, dieser Musikraum. Voll klasse, so ein bisschen auf einen Konzertraum gemacht, mit Stühlen, allen möglichen Instrumenten und wirklich so super ausgestattet. Ich bin so happy mit diesem Haus, Anna. So, hier sieht es nochmal von der anderen Seite voll schön aus. Dekoriert und ausgestattet und die Musikbücher und Poster da hinten, Verstärker und Gitarren ohne Ende und da können die dann ihre Konzerte geben, privat und üben und trainieren und ich weiß auch nicht genau, wie ihr wisst, hat der Louis ja den Musiker schon abgeschlossen, ich habe ihm jetzt noch den Schriftsteller gegeben. Und Emil habe ich diese weltbekannte Berühmtheit gegeben. Ich wollte halt nicht bei beiden das gleiche nehmen, weil es sonst ein bisschen langweilig wird. Ich weiß auch nicht, wie man das mit den Studien machen, wer was studiert, aber ja, auf alle Fälle alles, wo Musik dabei ist, möglichst. Und wenn das gleiche ist, dann ist es so. Und dann habe ich noch die beiden Mädels natürlich. Die sollen ja dann auch zur Uni, weil wenn schon, dann schon.
Und da habe ich mal geguckt, sie hat Seelenverwandte. Die Fähigkeiten habe ich automatisch vergeben mit den MCC, weil ja, es ist ja nicht realistisch, dass jemand gar keine Fähigkeiten hat, weil er nicht bespielt wurde. Ja, das entscheide ich dann spontan. Irgendwas Nettes. Sie ist auf alle Fälle auch sehr künstlerisch begabt. Ihr seht, könnten wir auch machen. Und Lara ist ja sowieso Freundin der Welt und sehr gesellig und das war auch die Künstlerin. Das hatte ja Lilibo schon gesagt, die eine ist sehr künstlerisch begabt und ja. Dann schauen wir uns, wie gesagt, den oberen Bereich an. Man kommt hier. Hallo. Ich gehe nochmal runter und sehen wir uns das an. Hier geht die Treppe hoch, genau. Hier geht die Treppe hoch. Und da kommt man rauf. Ja, wir gucken jetzt mal als erstes noch in Emils Bereich, die Türe. Und dann sehen wir hier einen Platz zum Lernen. Und bisschen abgetrennt. Ich mache das wieder von oben. Es tut mir leid, aber ich kann das einfach so besser. Und etwas abgegrenzt dann mit einem Podest. Der Schlafbereich, voll schön dekoriert. Und die Aussicht ist natürlich auch der Hammer von hier oben, gell? So auf den Fluss von Brightchester, auf die Stadt. Das ist toll, das ist wirklich toll. Und ja, das ist also Emil und Liras Bereich, auch wieder Musikinstrumente ohne Ende. So im Mittelteil hier ist ein Badezimmer, hier ist ein Schrank, ganz gefährlich. Und wurde auch schon benutzt beim Einziehen. Und ja, hier ist dann das Zimmer von Louis. Das hat jetzt Lilliput gemacht. Und ja, Lilliput legt jetzt mehr oder weniger eine Auszeit hin und hat das aber trotzdem noch gemacht. Und ich bin ihr wirklich sehr dankbar dafür. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht strapaziert. Ich wollte dich nicht belasten. Aber das habe ich dir ja gesagt. Und du hast gesagt, nein, nein, ich mache das immer gerne. Und da bin ich wirklich sehr froh drüber. Und es ist so schön geworden, guckt mal hier. So eine angenehme Grünstimmung. Louis und Lara sind ja so die Grünfans. Und auch hier super Ausblick und hell und freundlich zum Lernen. Dass man schön Ruhe hat mit Pflanzen und schönen Lichtern. Echt mega hier. Natürlich Schrank und ein Computer zum Lernen. Also echt wunderschön. Der Koko hat natürlich auch sein Telmadina-Bettchen hier bekommen. Ich vergessen, Koko kommt ja auch aus dem Hause Weißhaupt von Lilliput. Und ist übrigens ganz witzig, meine Namen bei den Sims-Familien, ich kann es jetzt nicht zeigen, bei Haushalte verwalten. Die ändern sich jetzt immer und nehmen immer die Namen der Hunde an und überall steht nur noch Weißhaupt. Denn irgendwie hat jeder von uns schon ein Dalmatiner von der Familie Weißhaupt und das ist doch ganz witzig. Ja, hier können wir noch Fotos reinmachen und wir machen nachher noch ein Foto mit Luis und Lara. Ja, also nochmal vielen Dank, liebe Lilliput und natürlich ganz besonders liebe Anna für dieses Zimmer, für dieses Haus. Ach ja, okay, das Badezimmer ist unten, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Dann ist das hier. Und dann hoffe ich, dass ihr mich noch hört. Ich muss mir angewöhnen, wieder sehr laut zu sprechen. Ich bin eigentlich nicht so der Schreier, das ist einfach ein Problem. So, hier seht ihr das Badezimmer mit den WCs, mit den Duschen hier. Mit den Waschbecken. So wie es halt
für die Uni-Unterkünfte gedacht ist. Das hat sie sehr schön gemacht, die liebe Anna. Und ja, dann schauen wir mal, was sie jetzt so treiben. Emil, was machst du? Tanzen gehen sie. Na, das ist doch eine gute Idee. Kannst du deinen Bruder bitte reinbitten? Zum Brainstormen einladen, das klingt doch sehr gut. Komm rein. So, und schon spielt einer. Seht ihr, das macht er von ganz alleine. Und wie? Also hier wird man sich dran gewöhnen müssen, dass hier wirklich viel gefeiert wird und musiziert wird. Der Ball malt hier jetzt auch um. Wow! Mira hat aber auch schön gezeichnet. Guck. Was macht ihr zwei? Romantikfestival in der Stadt. Oh, das wäre aber auch geil, wenn wir da hinfahren würden. Festival-Infos anzeigen. Ich denke, wir fahren da jetzt hin. Es ist ja Wochenende, wir müssen nicht zur Schule. Und Uni ist auch noch keine. Das Haus haben wir jetzt gesehen. Und wir fahren jetzt dahin. Und zwar mit dem ganzen Haushalt. Außer Coco, die lassen wir heute zu Hause. Oh, die sind jetzt alle verkleidet. Hier ist unser Doktor, Dr. Zweistein. Das ist Matt Huller. Hübsch siehst du aus. Robin Weishaupt, genau. Das ist der Alex. Der Fabio Minter, den kenne ich nicht. Mike Steffens kenne ich auch nicht. Anne Wagner kenne ich auch nicht. Den Julia kenne ich natürlich. Mal schauen, wie wir hier alle so treffen. Ist auch ganz gut, der Emil muss ja sich ein bisschen, er muss an Beliebtheit gewinnen. Na hallo, wer bist du denn? Du hast wahrscheinlich irgendwelche Ringe vom Spiel bekommen, Fingernägel, und deswegen hauen die Lashes nicht mehr hin. Aber ich muss sagen, schickes Outfit. Ihn hier kenne ich, das ist der Matteo. Aber wer der vorne ist, wahrscheinlich ein Tony, ja. Dann lassen die jetzt mal zusammen einen Tee trinken. Lyra trinkt jetzt ein Teechen mit Orchideenfuchs. Und schon wird wieder getanzt, so ist hier wenigstens Platz. Ah, guckt mal. Oh, das ist schön. Medulla und Matteo tanzen hier über den Doktor hinweg, durch den Tisch. Sie kann einfach gar nichts mehr aufhalten heute. Okay, Louis ist krank. Aber, jetzt wartet mal. Lara ist hier am Karaoke singen. Ach, die Karaoke-Bar ist übrigens die umgebaute, die die liebe Kerstin gebaut hat für unser gemeinsames Karaoke-Mitmach-Video. Und singst du hier? Dass der Louis hier auch mitsingt? Ah, jetzt könnt ihr ein Duo singen. Oh, und jetzt singen wir... Ich glaube, sie ist noch nicht fertig, so. Sie kann nur Solo. Ich glaube, sie hat noch nicht genug Singfähigkeit für ein Duo. Kannst du? Geht nicht. Naja, egal. Was immer das auch alles ist, ich kenne es nicht. Also, wenn ich sehe, weiß ich vielleicht, dass es sein könnte. Hallo, Mary. Mary, du siehst doch ganz hübsch aus. Thomas ist auch da mit seiner Frau. Guckt mal, das ist doch schön. Ich mag die beiden auch sehr gerne. Müssen wir auch mal wieder mit ihnen spielen. Thomas und Vicky, glaube ich, heißt sie. Ja, genau. Das ist doch toll.
Mary sitzt hier mit Julio, obwohl Julio eigentlich ins Let's Play von Shirley gehört, aber das macht ihr nichts. Also, jetzt geht mal euer Essen holen. So, Lehre ist jetzt hier, ist es wahrscheinlich ein bisschen scharf. Normalerweise ist es das. Wo ist Louis? Louis lässt sich von Mary bewerfen. Louis. Oh, Friba, was ist euch? Hunger? Fill a book. Oh, poor Bean. Oh, Asha. And Bima. Jump up on the fish. So. Sombra. Und, wo ist Lara? Lara ist schon wieder am Singen. Oh, Lara, hast du was gegessen? Ja, scheint so. Aber schön sieht es aus. Voll schön. Lemur's a fan of Wexel. Go be day. Ich kann den Text noch. Kerstin wahrscheinlich auch. Hallo Emilia. So, where are we? Only, no! Die Tochter von Emilia ist auch da. Wo bist du eigentlich? Tyler Adams, was ist der schon? Nein, Teenager. Hallo Tyler. Sohn von Mary. Und hier sitzt der. Ja, Thomas Anders. Ah, der. Thomas Abweichend natürlich. Ist ja geil. So, schauen wir mal, was der Emil macht. Steht hier. Emil, magst du auch singen? So, du jetzt singen mit. Du singst deine Ballade. Mit. Mira. Oh, guck mal das an. Robin und Emilia, die freuen sich, dass sie sich hier zufällig treffen. Schön. Dann müssen wir nach Hause. Es ist schon Sonntagmorgen. Oder die müssen dann nach Hause. Wir machen die Folge aus. So. Kommt. Oh, das ist Marble grows, crimble when edge, when edge. romantisch sein will. Es halt zusammen, ne, durch das. Naja, jetzt alle nach Hause, dass sie die jetzt noch in ihr Bett liegen. So, ja, die sind schon alle sehr müde. Wir gehen mal ein bisschen auf Speed. Emil fährt mit dem Fahrrad, seht ihr das? Wusch, ist weg, ist er. Ah, Louis auch. Schauen wir mal, die Mädels auf dem Fahrrad haben. Nein. Müssen wir ihnen noch eins reinbacken. So. Und jetzt. Schauen wir mal. Die gehen jetzt eh alle, glaube ich, automatisch in ihr Bett. Zugewiesen habe ich sie nicht mehr. Oh, Emil geht noch was essen zuerst. Aufs Klo sollte er dann auch noch gehen. Was ist mit den anderen? Louis. Geht hier unten mit. Guck, was ist eine Runde? Das ist doch ganz brav, oder? Wir machen jetzt noch ein Foto, damit wir sehen, dass der auch umsorgt wird, unser kleiner Koko. Und mit diesem Bildchen werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Nochmal herzlichen Dank an Anna und an Lilliput. Und an die ganze Sims-YouTuber-Community mit Herz, dass ihr immer so fleißig bei mir dabei seid. Ich freue mich da wirklich sehr. Und ja,
Herzlichen Dank an alle, die hier mitgucken, die hier mitkommentieren. Und mir liebe Dallas, die Liebe versuche ich zurückzugeben. Und ich sage jetzt mal, wie immer, habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ciao und Baba. Eure Christa.